Weg frei. Aus dem Weg, ich habe eine Fackel in der Hand. Haben wohl nicht auf dem Weg! Ja, ja. Hey, you! Ja, verstehe ich. Bum, badam, 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 badam. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Ja, ja. Aber wenn die Leute nicht da sind, soll man machen. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja. Der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind zwei Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Hä? Hä? Also, der sagt, die Meine sind ungelernt Füße und deswegen... Mich als Anubis laufen lassen, in Bewegung ohne Ende. Sage doch zu dem auf seiner Flut. Friede sei mit dir. Ich möchte... Siehe, der Vorderschenkel ist an den Nacken gefügt. Hättet ihr einen... Dein Gesicht ist das eines Windhundes, dessen Nase den Schrein zu meinen Füßen wittert. Das ist nicht sehr nett. Ich bin nie aus Priestern schlau geworden. Wobei ich geheilt bin. Ich bin der, der aus der Enge der Tür des Lichts herausgeht. Großer dunkler See ist mein Name. Sage doch zu dem auch sein... Lassen wir das mal. Was machst du? Der Unfreundliche hier. Ja, ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Noch nicht. Nein. Mach schneller. Du störst unsere Arbeit und die Totenruhe. Ja, als ob. Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Ah, ja, da hinten ist noch einer. Was machst du denn da? Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn, nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Einer fehlt mir noch. Der hier hinten vielleicht? Ja, hier hinten. Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Nee, kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten.
Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Wo draußen? Da draußen. Ich komme mich hier wahrscheinlich nicht durch, oder? Oh, Verzeihung. Ich wollte sie nicht stören. Zufälligerweise weiß ich ja, dass ich hier durch kann. Lecker. Nee, wir schwimmen zu weit. Verdammt! Hätte auch so gut geklappt. Und wieder zurück. Ich will nur mit dir reden. Nicht dein Ernst setzen. Danke sehr. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Hm. Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar. Wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Boah, 500 Meter weg. Wo ist denn das? Alter, wo ist denn das Lagerhaus? Hä? Da. Das ist ja richtig weit weg. Boah. Das kann ja wieder was werden. Also kann man natürlich den Tod bringen. Wenn man die Toten vorschaltet und dadurch dann dieser Geruch, dieser eklige Geruch kommt. Ah, ich hab schon gerufen. Habt ihr nicht gehört? Miau. Putz. Einen kleinen Umweg laufen. Aber wir kommen ja trotzdem noch näher. Das ist die Hauptsache. Jetzt müsste es ein bisschen schneller gehen. Ja, jetzt geht's schön voran. Ich frage mich, wer immer diese Fackeln da anzündet. Das muss ja voll die Arbeit sein. Jede Nacht da, kurz vor Nachtanbruch da hier rumzurennen. Hier ist ein Lager, das ist jetzt... Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Wieso? Vor allem hier ist noch nicht mal wer. Also... Hä? Genauso wie hier kein Eingang ist. Ah, hier. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja. Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte! Hilf mir, und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Ich schick den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Der Brief erwähnt eine Banditenhöhle. Ich räuchere dieses Schlangennest ein für alle Mal aus.
Was für Arschlöcher. Aber, Banditen? Und dann hier in der Nähe? Da ist ein Eingang. Wo ist der denn? Wow. Oh, wow. Den Eingang gefunden, aber nicht. Nicht das Zielgebiet, das ist natürlich auch toll. Hier müsste der Eingang sein. Schon mal ein paar. Da. Slitch. So, das war's. Oder wie jetzt? Oh, guck mal, da steht auch noch einer. Hey, was? Aber ich weitergeholfen haben sie mir jetzt auch nicht. Nun schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Oh, hoppla. Nein, nicht wirklich. Ah, wie unbefriedigend war das gerade. Wo ist denn hier ein Priester gewesen? Was war denn das jetzt für eine Quest? Hä? Verstehe ich nicht. Das finde ich jetzt merkwürdig. Alles klar. Wer es lesen möchte, weiß Bescheid. Oder auch nicht. Kurz anhalten. Obwohl, jetzt müsst ihr ja ein bisschen zurückspüren. Aber danach könnt ihr dann anhalten und das durchlesen. Ich bin einfach kein guter Vorleser. Das wäre einfach mehr Qual, es vorzulesen, als es sein zu lassen. Da mache ich dann lieber das. So, was machen wir eigentlich jetzt als nächstes? Wir sind jetzt schon beim Tempel ein bisschen rumgelungert. Haben hier eigentlich noch den unteren Bereich. Ich wäre einfach mal dafür, dass wir uns den Aussichtspunkt dort holen. Und uns dann die Papyrus da mal gönnen. Und ich glaube, nach dem Aussichtspunkt werde ich dann auch einen Aufnahmecut machen. Weil ich total kaputt bin. Also, bin ich sowieso immer. Aber ich finde, ich bin generell mega ruhig. Es wiederholt sich auch einfach alles irgendwie. Da wird schwierig dann was Neues zu finden. Ich laufe falsch. Dann wie so ein schön großes, ja, so ein schön großes Spiel gemacht und dann so viel Wiederholendes. Da hätte man um einiges mehr rausholen können. Aber es ist dennoch schön, besonders die Story. Und die Nebenquests sind abwechslungsreich bis jetzt. Aber das Karte aufdecken ist immer noch sehr eintönig.
Da fehlt einfach die Intuition. Entschuldigung. Es müsste pro Karte zumindest eine Sache geben, die sehr speziell ist. Das ist ja schön. So. Dann gucken wir uns mal an, wie das hier aussieht alles. So, nachdem wir überall waren, natürlich. Yeah, die Kolonisation beendet. Yeah. So, wo ist die Papyrus? Da ist auf jeden Fall ein Schutz. So. Das war's? Moment, da war gerade was. So. Achso, da hinten vielleicht. Oder ist das der Papyrus-Eingang? Ich hole mir erstmal den Schatz ein. Wenn ich mir den holen kann. Hui! Mitten auf dem Boden drauf. Ah, geil. Er sieht nicht gut aus. Oh, noch einer. Sieh zu denen. Jetzt. Hey! Stirb! Oh, ich könnte den Schatz sogar holen. Guck mal. In dem schönen Wasser. Yay! Hey, die eine hat da gerade dumme Kuh gesagt. Ich hab's genau gehört. Ah. So, irgendwo hier ist was. Da ist er in die Dusche gegangen, gell? Das ist aber, glaube ich, nur die Stelle. Da ist ein Durchgang. Alles nur für einen doofen Durchgang. Da. Da ist er. Ist das hier oben? Ja, das ist hier oben. Das ist auf... Ist das hier lang? Nein. Also doch andersrum. Dann. Ja. 3 Stück haben wir jetzt, glaube ich, wieder neu. Naja, wurde auch langsam eng. Gefallener Freund. 2 Männer halten Wache am östlichen Kanal von Memphis. Der südlich sieht einen seinen versunkenen Freund feierlich an. Wenn du seinen Blick folgst, findest du ihn und mich im Flussbett. Im Flussbett, oh. Was machst du denn da so schönes? Ja, das eine Fragezeichen würde ich mir doch gerne noch holen. Hä? Ey. 9 Ort entdeckt. Omphiri Villa. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ist ein Sperrgebiet. Interessiert mich aber nicht. Hab ich dich! Schlitz. Brief. Das ist interessant. Oh, und hier ist auch schon alles andere. Hä? Wollte gerade sagen, das hat nicht gezählt. Das war irgendwie gar nichts. Hey, was?
Was, hä? Was? Hä? Streit oder was? Na dann. Ich würde aber auch schon gerne die Story weiterspielen. Mann. Der, ja, wollte gerade sagen, der ist bestimmt da unten irgendwo. Ich weiß noch, dass hier ein Durchgang nur wieder ist. Wo komme ich denn da hin? Hier über den Durchgang? Vermutlich. Wenn ich ihn finde. Da. Mit dem Durchgang komme ich da bestimmt hin. Sieht zumindest aus, als wenn der Schatz unten wäre. Da würde das doch hier gut passen. Die Outpress wird irgendwie drüber sein, also wird das alles schon passen. Ja, hier bin ich, glaube ich, noch nicht durchgegangen. Nee, hier war ich noch nicht. Hoppla. Das wollte ich machen. Das ist Zeit. Scheint auch nur so eine kleine Sache zum Looten zu sein, nichts Besonderes. Achso, da ist einfach nur Licht. Achso. Das würde mir wahrscheinlich die ganze Zeit angezeigt. Ah, mit Feuer geht's anscheinend sehr schnell. Bist du wieder? Boah, wie viele Schlangen hier waren. Da oben ist immer noch einer. Mistvieh. Zack. Yay. In so einem Gebiet nicht darunter falle. Da wären bestimmt Schlangen gewesen. So, dann haben wir ja schon die Map fast durch. War sehr vieles auf einem Fleck. Da fehlt uns dann nur noch die 4, 5 Sachen hier unten. Und dann haben wir das. Ja, nice. Haben wir doch irgendetwas geschafft. Yeah! Und in der nächsten Aufnahme-Session wird es dann weitergehen mit der Hauptquest. Hoffentlich. Eventuell. Ich vermute es einfach mal. Ich hoffe, die Aufnahme-Session hat euch, auch wenn sie sehr ruhig war, gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session. Bis dann, oder rein. Ciao.